Schlaflosigkeit ist zur Krankheit der Nation geworden. Ein Experte erklärt, wie dies passieren könnte. 16. Sie litt jahrelang an schweren Schlafproblemen. Martina Keller von Romanshorn TG. Lea Ernst Redekta Society. Für Martina Keller wurde die Nacht der Tag. In ihrem Job verarbeitet der Anwalt Schäden an eine Versicherungsgesellschaft. Sobald ich Abend rannte über ihr Kind. Oder die tödlich abgestürzten Motorradfahrer, die seine Familie zurückließen. Keller litt jahrelang an Einschlafen, was sollte höchstens 30 Minuten dauerte. Nacht. Ein bösartiger Kreis. Sie ist damit nicht allein. 20% leiden unter Schlafapnoe, 80% Bevölkerung haben eine Phase, in der sie mindestens einmal in ihrem Leben gut schlafen, sagt Chefarzt Sebastian Zaremba. Er sitzt seinem Büro in der Zurzach-Care-Klinik für Schlafmedizin Luzern. Unsere Lebensbedingungen sind die Schuldigen, weshalb wir schlechter und schlimmer sind. Heute müssen wir rund um die zugänglich sein und ständig arbeiten, sagt Zaremba. 10 Tipps zum besseren Schlaf. Gehen nur ins Bett, wenn sie schläfrig sind. Haften regelmäßige Schlafzeiten nicht an Alkohol oder mehr Mahlzeiten. Bevor sie ab 14.00 keine koffeinhaltigen Getränke schlafen. Entspannende Pufferzone zwischen Alltag und Schlaf. Dann schließen sie alle Fenster und verdunkeln die Zimmer. Wärme loslassen. Dann schließen sie alle Fenster und verdunkeln die Zimmer zusammen mit Anzahl der Schlafkrankheiten. Ist das Bewusstsein für sie auch gewachsenes um 20% Bevölkerung leiden hauptsächlich an Männern. Meistens unabsichtlich. Oder die Schlaflosigkeit. Die zweithäufigste Krankheit, bei der sie nicht zu früh schlafen oder aufwachen können. Die Frauen sind zweimal so oft betroffen. Warum brauchen wir Schlaf? Der Zustand, in dem wir ein Drittel unseres Lebens verbringen, hat überraschend wenig erforscht. Schlafmedizin ist ein Jungschlaf und der REM-Schlaf, auch Traumschlaf genannt. Werbung. Experten empfehlen, unser Gehirn braucht so viel Schlaf. Deep Sleep ist die beste Medizin, die Körper regeneriert, das Immunsystem bekämpft Viren und Bakterien, beschädigte Zellen werden repariert, Wachstumshormone werden zur Renovierung von Zellen gebildet. Erfahrene und das, was sie gelernt haben, werden in das langfristige Gedächtnis übertragen. Im REM-Schlaf hingegen schwankt die Herzfrequenz. Der Blutdruck steigt, während wir die Ereignisse des Tages in dieser Traumphase verarbeiten. Wenn wir langfristig weniger als 6 Stunden pro Nacht schlafen, das Risiko, zu entwickeln, die Herz-Kreislauf-Störung steigt. Die Lebenserwartung sinkt. Du musst hart an dir arbeiten. Keller hat nun einen Weg gefunden, ihre Schlafstörung zu reparieren mit Entspannungsübungen, die sie in der Hypnotherapie gelernt hat. Inne hatte sie ungefähr 7 Stunden pro Nacht. Würde sie es mehr sein? Nein. Jetzt, wo ich nicht mehr müde bin, möchte ich. Ich möchte iChat was vom Tag zu haben. Sternchen Name geändert.